Hat sie sein Bitten? Und Adrian, er ist hier. Also, er vertritt das A von Adepos. Er ist Hausarzt in Trypach. Dort wohnen berühmte Leute, wie die Frau Engis. Die wohnt nicht mehr dort. Und du bist noch Leiter von einem Institut, das hat mich immer so fasziniert. Da steht's. Bizot Care Akademie für Familienmedizin. Also ihr engagiert euch dort noch ganz speziell. Nun aber sind wir gespannt auf das, was du sagst. Ja, lieber Jörg, vielen Dank für die Einladung, hier einige Worte an Sie zu richten. Ich bin mittlerweile auch schon 10 Jahre dabei, rezidivierend sozusagen, immer wieder mal hierher gekommen. 20 Jahre interdisziplinäre Zusammenarbeit in der DESC, was sie uns brachte und was uns die Zukunft bringen soll. Ich möchte das aus Sicht des Hausarztes anschauen und auch aus Sicht des Managed Care Hausarztes. Wo ich arbeite, wo ich meine Praxis habe, sehen Sie hier, also das ist im südlichen St. Galler Rheintal. Wir haben dort eine Managed Care Organisation, die Bizol Care. Wir sind insgesamt 100 Ärzte, die dort arbeiten, zusammenarbeiten in einem Netz, in einem sogenannten integrierten Versorgungsnetz, wie wir dem heute sagen. Integriertes Versorgungsnetz heißt, dass wir auch sehr viel zusammenarbeiten mit auch anderen Berufsgruppen. Wir haben Verträge mit der Spitalregion, wir haben auch Verträge mit den Physiotherapeuten, mit den Spitexen, mit der Psychiatrie, und das Interdisziplinäre ist bei uns sehr stark verankert. Übrigens, diese 100 Ärzte, von diesen sind nur 40% Grundversorger. Und die Akademie für Familienmedizin, das ist ein Teil der Bizolcare, und der befasst sich mit Forschung, Versorgungsforschung in der Hausarztmedizin. Und diese Ergebnisse, diese Resultate, die wir publizieren wir oder die stellen wir seit 3 Jahren an den Kongressen der Schweizer Gesellschaft für Allgemeinmedizin vor. Nun, was hat uns die DESC, uns Hausärzten, die DESC gebracht, also mir persönlich? Ich denke, etwas vom Wichtigsten ist, dass wir Probleme, oder dass ich gelernt habe, Probleme zu erkennen, und zwar nicht nur die alltäglichen Probleme, mit denen ich als Hausarzt bei Diabetikern konfrontiert bin, sondern auch Probleme, mit denen andere Berufsgruppen konfrontiert sind, Ernährungsberaterinnen, Podologinnen, orthopädische Schuhmacher, natürlich die Diabetesfachfrauen. Dieser Austausch, dieser ist sehr gut gelungen, nach meinem Gutdünken, in dieser DESC. Auch die Probleme, die Diabetiker haben, kommen ja hier ganz besonders zur Sprache. Ich, wenn ich mich so zurückerinnere an meine Ausbildungszeit und dann Weiterbildungszeit, dann muss ich sagen, dass ich also ganz viele und sogar häufige Probleme damals noch, die Diabetiker haben, damals gar nicht erkannt habe oder gar nicht kannte. Dann hat mir die DESC etwas weiteres gebracht. Ich habe Neues gelernt, auch wieder in der Ausbildungszeit und Weiterbildungszeit. Da sagte mir zum Beispiel Täuschertabellen gar nichts. Ich bin zum ersten Mal an einem DESC-Seminar mit diesen in Kontakt gekommen. Ist klar, wir behandeln natürlich in der Ausbildung und Weiterbildung eben nicht nur Diabetes. Aber auch, ich denke jetzt an gestern Nachmittag, diese Risikostufen, klar habe ich das irgendwann mal gehört, auch in der DESC notabene, aber dass man immer wieder auch mit Sachen konfrontiert wird, die man halt im Alltag nicht so braucht, die aber sehr nützliche Instrumente zum Beispiel darstellen
in der Behandlung des Diabetikers auch für uns Hausärzte. Und klar, ich habe auch gesehen, dass man nur gemeinsam im Team bestimmte Ziele erreichen kann, wenn es um die Behandlung des Diabetikers geht. Einerseits braucht man natürlich auch die vielen Informationen von den anderen Berufsgruppen als Hausarzt, und jeder von uns hängt einmal in der Behandlung mit dem der Diabetiker in der Luft. Das kann mal der Hausarzt sein, das kann mal die Ernährungsberaterin sein, das kann der Podologe sein, aber gemeinsam können wir jeweils diese Hindernisse überwinden und so zum Wohlergehen unserer Diabetiker beitragen. Nun, als letzte Folie, was soll uns die DESC in Zukunft bringen? Und als erstes habe ich natürlich erwähnt, diesen interdisziplinären Jahreskongress soll die DESC, Jörg, weiterführen, meines Erachtens. Und dann habe ich noch etwas fantasiert, und ich hoffe, ich darf das auch, weil ich möchte da nicht einen Forderungskatalog aufstellen, aber ich denke mir, das wäre, wenn man jetzt Managed Care etwas näher anschaut, wäre das eine Möglichkeit, zum Beispiel Fortbildungen für Ärzte, MPAs, ERBs, auch andere Berufsgruppen, die sich mit Diabetologie, Diabetes befassen, dass man die zum Beispiel leben lassen könnte. Da habe ich mir vorgestellt, dass die DESC sich engagieren könnte, nach dem Vorbild von Deutschland, Diabetesassistentinnen auszubilden, MPAs, die sehr interessiert sind in Diabetes, mit Diabetologie, in der Diabetologie zu arbeiten, dass die besonders ausgebildet werden können, in Zusammenarbeit natürlich auch mit dem SVA. Die MPAs, das ist eine Berufsgruppe, die uns natürlich sehr nahe steht. Sie halten uns ja immer den Rücken frei, und in Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass hier noch mehr Kompetenz vorhanden sein könnte. Und als letzten Punkt meiner Fantastereien habe ich mir zum Beispiel auch vorgestellt, dass Praxen, die sich besonders mit Diabetes befassen, und ich meine da Hausarztpraxen, dass die zum Beispiel ein Label bekommen, eine Schwerpunktpraxis Diabetes. Das wären so diese, sagen wir mal, Visionen, die man haben könnte, was uns die DESC auch in Zukunft bringen kann. Das sind meine Ausführungen, und ich danke für die kurze Redezeit, die ich erhalten habe. Lieber Denner Wachos, ganz herzlichen Dank. Das war wunderbar natürlich. Auch deine Ausblicke sind sehr interessant. Vielleicht geht dann die übernächste Rednerin ganz kurz darauf ein. Wir wollen uns ja kurz halten, wie du das gemacht hast. Aber es war sehr schön, diese Abrundung aus Sicht einerseits des Hausarztes plus eben jemanden, der sich im Managed Care für die Diabetiker einsetzt. Nun ist Frau Pia Hirsbronner. Sie ist das D. Sie ist Präsidentin der Beratungssektion. Das ist eine der Schweizer Diabetesgesellschaft. Das ist eine uralte Institution, im Wesentlichen für, eben ich sagte schon, alle Rednerinnen müssen vorschriftsgemäß dann einen Roschlanz tragen im nächsten Jahr, weil es gibt immer Riesenprobleme, Sie haben das gestern schon erlebt. Jetzt weiß ich nicht, Pia, ob sind deine Vias schon drauf? Nein, alles in der Hand. Braucht da keine.
Ganz kurz meine Worte von der Seite von D, die Diabetesberatung. Ich möchte ganz liebe Grüße von der Vorstand Diabetesberatung Grabensektion überbringen und dir, Jörg, und deinem Team gratulieren zu diesen 20 Jahren. Und ich hoffe, noch weitere Jahre mit Vollgas gehen weiter. Ich habe hier in den Händen, in diesen Papieren, 20 Jahre Desk. Das heißt, 20 Jahre Diabetesberatung zusammen mit einem großen Team oder mit einer großen Familie. Adepo sagt es uns ja schon, es sind sehr viele Buchstaben darin, die irgendwo einen Beruf beinhalten. Ich hatte vor vielen Jahren die Möglichkeit, bei Professor Berger und Schwester Ottilie Staffelbach, vielen sagt das sicher noch etwas, in Delmo, auch in an einem schönen Ort wie hier in der Kartause, den ersten Kurs der Diabetesberatung Ausbildung zu besuchen. Damals war es noch die Diabetesgesellschaft. Ich bin in der Diabetesgesellschaft eine Beratungssektion, also eine Sektion der verschiedenen Diabetesregionen, der Diabetesgesellschaft, und die Beratungssektion beinhaltet Ernährungsberaterinnen und Diabetesberaterinnen. Was ist hier drin versteckt? 20 Jahre Desk. Ich versuche es so zart herauszunehmen, wie es damals vor 20 Jahren begonnen hat. Nämlich mit einer Idee, die du gepflanzt hast, Jörg, vor 20 Jahren mit deinem Team, und diese Idee hatte, nämlich als Symbol des Blumentopfes. Damit diese Idee wachsen konnte, diese Pflanze oder dieser Samen, braucht es dazu Erde, Wasser, Dünger, und das waren die Gedanken der vielen Begründer und Begründerinnen dieser Desk. Es gab Weiterbildungen, damit dieser Samen wachsen konnte, dass es Wurzeln entstehen konnten und daraus zart diese Blume entstehen konnte. Jede Blume beinhaltet sie. Wenn sie Dünger bekommen, wenn sie Wasser bekommen, das heißt, wenn sie an Weiterbildungen gehen, dann erhalten sie dieses Geschöpf. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir weiterhin lösungsorientiert arbeiten, ressourcenorientiert arbeiten, miteinander arbeiten, die Kraft, diese Energie mitnehmen, die wir heute als Abschluss noch mit einem Mittagessen miteinander genießen können. Mit dir zusammen, Jörg, denke ich, werden wir eine ganz große Zukunft haben. Obwohl in der Weite irgendwo so Wolken aufkommen, jedoch denke ich, diese Wolken der Zukunft, das ist das Geld, die Ressource Geld, die knapp wird überall, dass wir die geschickt so aufteilen, dass es für alle Buchstaben des Adeptus reicht. Ich überreiche dir diese Blumen im Namen von der Beratungssektion der Diabetesgesellschaft, und sie soll wachsen. Jede Pflanze, jede Blume soll einen Samen geben und eine gleich große Blume entstehen. Danke vielmals. Vielen Dank dir. Weil ich war eben auch schon vor 20 Jahren dabei, darf ich dir das überreichen. Ich möchte einfach, dass man nicht vergisst, dass der Dr. Iserlin 1990 auch schon dabei war. Okay, jetzt die Maya Dietrich ist hoffentlich auch da. Sie vertritt die Ernährungsberaterinnen. Ja. Jetzt muss ich auf die Brille, die ist komplett schief, ja. Okay.
Also erlauben Sie mir einen biografisch gefärbten Rückblick auf die 20 Jahre Desk. Ich war 21 Jahre alt, als ich zum ersten Mal von der Desk hörte. Und zwar erzählte mir meine damalige Praktikumsleiterin im Kantonsspital Winterthur, Sabine Ferreira, sie gehe mit Ärzten und Diabetesschwestern, die hießen damals noch so, in ein Walliser Bergtal, um interdisziplinäre Workshops zu moderieren. Und dies sei etwas völlig Neues und man wisse noch nicht, wie das herauskäme. Und für mich tönte es noch so etwas wie Pionierarbeit. Dann auch vor 20 Jahren erlebte ich erstmals Jörg Fuller in seinen interdisziplinären Rapporten im Unispital Zürich, auch als Praktikantin war ich da. Susanna Dantis war auch da. Und ich realisierte, dass das irgendwie etwas Besonderes war, nicht nur wegen dir als Person, sondern auch, weil ich das noch nie vorher so erlebt hatte. Dann war ich 4 Jahre später erstmals als Teilnehmerin dabei in der Karthaus-ITIM zusammen mit einer Diabetesberaterin und einem Oberarzt des Kantonsspitals Baden. Und kurz darauf führten wir die ersten Diabetesrapporte ein und so wie mir auch noch bestätigt wurde, ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit im Diabetesbereich heute nicht mehr wegzudenken in Baden. Nun, was heißt überhaupt Interdisziplinarität? Wir haben viel darüber gesprochen. Für mich ist ein wichtiger Punkt, dass es überhaupt gemeinsame Orten und Zeiten braucht, um ins Gespräch zu kommen, ins interdisziplinäre Gespräch. Und also die Karthaus-ITIM, die versinnbildlicht für mich eigentlich diesen Ort. Und es ist schön zu sehen, dass heute viele Kommunikationsgefäße geschaffen wurden in den letzten 20 Jahren zum Thema Diabetes außerhalb der Karthaus-ITIM. Und dazu hat sicher auch die Desk so eigentlich beigetragen. Nun, ich bin selbst seit 12 Jahren als Moderatorin dabei. Ich konnte viel profitieren von den Diskussionen in den Gruppen, auch von der Vorbereitung mit den Moderierenden. Und wenn ich neue Moderatorinnen suchte für unsere Gruppe, dann erwähnte ich stets diese hilfreichen oder nötigen Eigenschaften. Es braucht viel Sitzleder und Geduld für stundenlange Diskussionen, die sehr bereichert sind. Mich persönlich brachen sie ab und zu an den Rand meiner Geduld. Vor allem, wenn wir völlig außerhalb des Zeitplans waren, vielleicht auch nur meines Zeitplans, oder wenn ich das Gefühl hatte, zum 15. Mal das Gleiche erzählen zu müssen. Was auch eine hilfreiche Eigenschaft ist, finde ich, ist es, ein geselliger Mensch zu sein, gerne gut zu essen und gerne in guten Hotels zu übernachten, weil wir da auch eben viel Zeit immer brauchen für die Vorbereitung. Ich glaube, man macht sich da nicht wirklich eine Vorstellung als Teilnehmerin. Und das ist sozusagen Entschädigung für die viele Zeit, die wir dafür brauchten. Nun, was die Zukunft der Desk bringen wird, wird sich zeigen. Also etwas nostalgisch veranlagter Mensch oder manchmal nostalgisch veranlagter Mensch, habe ich beschlossen, nur die Vergangenheit zu thematisieren. Ich bedanke mich. Ja. Vielen Dank, Maja. Und vergib uns für die Zeit, für deine Nervenstrapazieren, die du gelegentlich erlebt hast, weil du bist natürlich sehr pragmatisch, sehr zielgerichtet und vor allem Herr Iselin und ich sind hin und wieder gerne etwas ausschweifend und das weiß ich, dass dich das hin und wieder genervt hat. Aber es war manchmal vielleicht auch interessant, aber ich verstehe es gut. Wir wollen ja nicht so lange werden, aber ganz herzlichen Dank. Ich war nämlich ungeheuer gespannt. Ich habe mir überlegt, wer soll sprechen. Und dann habe ich gedacht, ich muss die Maja als natürlich erfahrene Moderatorin, weil es interessiert mich so, was sie sagt. Das war super. Jetzt kommt das erste P, ist die Podologin. Adep. Ist sie nicht mehr hier, sie war aber hier, die Frau Dürrenberger. Nein. Dann habe ich es falsch, in die Reihenfolge falsch gemacht, unglaublich. Du bist dran, entschuldigen Sie bitte. Aber Adep ist ganz klar, du bist einverstanden, ist die Podologin, ist das da falsch drin?
Auch ich bin ein Mensch. Also Frau Nürnberg, das will ich noch sagen, ist die Präsidentin der Schweizerischen, die amtierende Präsidentin des Schweizerischen Urologenverbands. Okay, merci. Sehr geehrte Teilnehmerinnen, sehr geehrte Teilnehmer des Jubiläumsseminars DESC. Das Motto des diesjährigen Seminars lautet gemäß Programm Eine Idee macht Schule. In Vertretung des Schweizerischen Podologenverbandes darf ich ein paar Worte zu diesem Motto sagen. Eine Idee macht Schule. Ja, da stelle ich mich ganz hinter diese Idee. Wobei ich allerdings sagen würde, sie hat bereits schon 20 Jahre Schule gemacht und ist darum ganz gewiss volljährig. Nach meinen Recherchen sind wir Podologen seit 14 Jahren mit unserem Know-how und unserer Praxiserfahrung dabei und sind mit unseren Ideen noch nicht ganz erwachsen, sondern immer noch im Teenageralter. Dieses Seminar hat den Wissensstand der Podologinnen und Podologen über den Diabetespatienten namhaft vergrößert. Zu Beginn waren es nur ganz wenige Podologinnen und Podologen, die sich überhaupt für diesen nicht ganz einfachen Patienten interessiert und fundiertes Wissen suchen wollten. Seitens des Schweizerischen Podologenverbandes waren dies Frau Hini Rohner und Frau Rosi Götz. Diese beiden Damen haben einen großen Teil zur Integration in die DESC beigetragen. Sie waren es, die vor 14 Jahren die ersten Referate an der DESC gehalten haben und so den Kontakt zu Herrn Dr. Jürg Fuhrer knüpfen konnten. Dank der DESC konnten wir Herrn Dr. Jürg Fuhrer für unseren Berufsverband gewinnen, sodass wir in regelmäßigen Abständen ein spezielles Weiterbildungsseminar zu diesem Thema durchführen können. Was hat das alles für uns gebracht? In den über 80 Jahren Verbandsgeschichte hat sich der Podologenverband zu einem fundierten, hohen Niveau entwickelt und ist mit über 700 Mitgliedern zu einem namhaften Berufsverband gewachsen. In den 14 Jahren, wo der Podologenverband in der DESC integriert ist, haben Hunderte von Podologinnen und Podologen das Angebot der Weiterbildung wahrgenommen und dadurch wurden bzw. werden Behandlungen der Füße von Diabetikern eindeutig besser und professioneller. Was bringt uns Podologen das DESC-Seminar in Zukunft? Unser Berufsstand ist bestens gewappnet, den Ansturm von neuen Patienten mit oder ohne Probleme zu bewältigen. Der Internist sowie die Diabetesfachleute und Ernährungsberaterinnen, Angiologen und Diabetologen etc. wissen immer mehr um unsere Kompetenz und unser professionelles Handwerk. Denn meines Erachtens kann bei gewissen Situationen eine Fachperson alleine nicht dasselbe gewünschte Ziel erreichen, wie wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Betreuung im Interesse des Diabetikers zur Prävention diabetischer Komplikationen anstreben und fördern. Sicher werden wir diese interdisziplinäre Zusammenarbeit in Zukunft noch verbessern und vertiefen können. Das ist meiner Meinung nach dringend nötig und erstrebenswert. Denn wenn man den Statistiken Glauben schenkt, die eine große Zunahme von Diabetikern in der Schweiz voraussagt, müssen wir als Fachpersonen zusammenarbeiten und gemeinsam Lösungen für eine bessere Betreuung von Diabetespatienten sicherstellen. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Dr. Jörg Fuhren im Namen des Schweizerischen Podologenverbandes ganz herzlich für seine Pionierarbeit und für die jahrelange, sehr wertvolle Zusammenarbeit danken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Also, liebe Edith, vielen Dank. Ich muss vielleicht etwas noch klären, dass eben
neben den Desk-Seminaren, wie wir es jetzt erleben, wo es auch ein paar Podologen hat, findet eben ein ganz spezielles Seminar statt, Desk- und Podologenverband zusammen, auch zwei Tage, aber ganz spezifisch dann auf die Füße ausgerichtet. Das letzte war jetzt im März mit 89 Podologen. Sie können sich vorstellen, dass ich da gerne hingehe. Dann haben wir das Vergnügen, Frau Birnbaum jetzt zu begrüßen, das zweite P. Eigentlich stimmt ja auch das nicht ganz in der Reihenfolge, aber du darfst jetzt bleiben, weil dann kommt dann das dritte, die Psychologin kurz. Und darf ich dich bitten, du vertrittst den Verband der Praxisassistentinnen. Ganz genau. Liebe Jörg, liebes Desk-Team, ich möchte euch ganz herzlich gratulieren, und zwar auch im Namen des Verbandes, wie Jörg schon gesagt hat, des Schweizerischen Verbandes der medizinischen Praxisassistentinnen. Ihr habt wirklich in diesen 20 Jahren Desk-Seminar etwas ganz Tolles geschaffen. Für uns als Praxisassistentinnen ist natürlich das Jahr 2002 sehr relevant, weil das war das erste Mal, dass wir zum Desk-Seminar zugelassen waren. Zwar natürlich nicht alle und jede Praxisassistentin, sondern nur die MPA, welche das SVA Weiterbildungsseminar Betreuung von Langzeitpatienten Modell Diabetes erfolgreich absolviert haben. In diesem Seminar befassen sich die MPA während 7 Tagen mit Themen wie Diabetes Typ 1 und 2, mit Ernährungsfragen, mit Therapie, aber auch mit der Frage, welchen Einfluss die Diagnose auf das Leben, den Lebensstil und die Lebensqualität der Betroffenen hat. Wir haben dieses Seminar seit 2001 eingeführt und in dieser Zeit haben ungefähr 140 MPA das Seminar besucht. Was hat uns diese Zusammenarbeit mit der Desk gebracht? Zuerst einmal etwas ganz Banales, aber für uns ungeheuer Wichtiges. Wir gehören dazu. Wir sind in der Betreuungskette aufgenommen worden und wir werden wahrgenommen. Wir können auch, dadurch, dass wir hier sind, den Berufsgruppen, die unsere Weiterbildungsanstrengungen im Bereich Diabetes etwas kritisch und skeptisch verfolgt haben, zeigen, dass wir MPA uns zwar für Diabetesfragen interessieren und auch dementsprechend weiterbilden, dass wir aber trotzdem MPA sind und bleiben und dass wir das gerne sind, weil wir unseren abwechslungsreichen Beruf gerne ausüben. Wir wollen aber unsere Rolle im Chronic Care Management, in der Allgemein- und Hausarztpraxis gut, kompetent und verantwortungsvoll wahrnehmen. Dazu benötigen wir natürlich auch immer wieder Fortbildungsanlässe, wie sie die Desk einer darstellt. Die Desk ist für uns, und sicher nicht nur für uns MPA, sondern für uns alle, die wir hier sind, bietet sie eine einzigartige Möglichkeit, mit verschiedenen Fachleuten in den Workshops komplexe Themen zu besprechen und dann gemeinsam eben interdisziplinär nach Lösungen zu suchen. Das ist für uns alle ein Gewinn, aber speziell natürlich für eine MPA, die vielleicht sogar in einer Einzelpraxis arbeitet, ist dies ein ganz besonderes Erlebnis. Die Möglichkeit und die Chance, mit Vertreterinnen und Vertretern von verschiedenen Berufsgruppen ins Gespräch zu kommen und deren Sichtweise kennenzulernen, ist besonders wertvoll und wird, wie wir in den letzten vergangenen Tagen gesehen haben, ja auch sehr rege benutzt. Nun, mein Ausblick für die Zukunft, was kann uns die Desk noch bringen? Ich stelle mir vor, dieser Ausblick ist auch ein bisschen ein Rückblick auf unsere Gruppe, weil in unserer Gruppe haben wir festgestellt, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Berufsgruppen, sagen wir mal, suboptimal verläuft oder noch Verbesserungspotenzial aufweisen würde. Und deshalb ist meine Vorstellung für die Zukunft, dass ich mir durchaus denken kann, dass verschiedene
und vermehrt Praxisteams ans Desk reisen, vielleicht sogar in Begleitung der Ernährungsberaterin oder der Diabetesfachberaterin aus ihrer Region oder ihrer Umgebung. Denn ich stelle mir vor, dass diese Vernetzung der Zusammenarbeit sehr zuträglich ist, sie erleichtert und verbessert. Und das Resultat davon wäre dann eine Verbesserung und ein Gewinn für alle, nicht zuletzt auch für den vom Diabetes betroffenen Menschen. Ich freue mich sehr, dass es die DES gibt und ich komme sehr gerne nach Ettingen. Was mich aber fast noch mehr freut, ist, dass ich nicht allein bin mit diesem Gefühl. Habe ich doch am Sonntag beim Einchecken gehört, folgende Bemerkung gehört. Nein, weißt du, ich komme nicht das erste Mal. Das ist für mich schon fast ein Mast und Tradition. Weißt du, für die Vorbildung machst du etwas, triffst gute Leute und dann ist es erst noch an einem lästigen Ort. In diesem Sinn wünsche ich dem Team weiterhin viele gute Ideen und dass es noch viele tolle Seminare gibt. Und ich danke euch ganz herzlich für euer großes Engagement und euer Herzblut. Merci. Ganz herzlichen Dank, Beatrice, für dein Statement. Jetzt kommen wir zum nächsten P, Psychologin. Da habe ich eigentlich, ich versuche ja das Minimum zu sagen, aber eben, das ging ja etwas länger, im allerersten Desk-Seminar, das hat Herr Iserlin damals noch organisiert mit dem Dr. Lobos, einem Psychotherapeut. Und ich hatte dann, ich wusste, das habe ich gesagt, es braucht eigentlich Leute für gewisse Aufgaben, ich habe immer Angst, der Diabetiker wird zum psychologischen Fall. Und das, deshalb ging es dann bis zu unserer Begegnung 1999. Und dann habe ich gesagt, ohne geht's nicht. Und bitte, Elisabeth. Hallo? Dankeschön. Ich darf mich vor allem bedanken, also für mich steht der Dank im Vordergrund, genau das hier vor Ihnen sprechen zu dürfen und diese Entwicklung mitverfolgen zu dürfen, die von deinem, die für mich bei deinem Referat begonnen hat, als der Genuss im Vordergrund stand, das Salutogene. Und ich war fasziniert von der Botschaft des Selbstmanagements für Patientinnen. Und dass das hier mit einem Ausmaß an Solidarität und einer breiten Wirkung getragen worden ist. Wir haben viel länger, viel mehr allein in der Obesity Academy gearbeitet, bis es uns möglich war, zu so einer Organisationsform zu kommen. Und das Gelingen dieser Organisationsform, es wurde schon öfters erwähnt, denke ich, liegt unter anderem daran, dass der Organisator, der auch ein Mensch ist, ein Kunsthandwerk hier vollbracht hat. Das hat für mich sehr viel mit Kunst zu tun, auch eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich so wohlfühlt, dass die Botschaft, die man nach außen bringt, man hier erlebt und leben kann. Als Psychologin würde ich mir für meine KollegInnen wünschen, ich habe jetzt Zulassung gehört, dass mehr PsychologInnen unter Ihnen sein können, als TeilnehmerInnen. Für uns, für die Obesity Academy, ist das Bild in der Adipositas-Behandlung, dass dass Adipositas ja ebenfalls eine Krankheit wie die Diabetes, eine chronische Krankheit, auf den Schienen der Medizin behandelt werden muss. Und der Zug ist die Psychologie, auf dem das gesammelte Ernährungs- und Bewegungswissen in die Köpfe der Menschen hinein transportiert wird.
Das heißt, dass wir dem dienen dürfen, dass wir in etwa wissen, welche oft ironischen Prozesse im menschlichen Gehirn ablaufen. Mir war es möglich, dadurch, dass ich hier auch viele Vorträge habe hören können, sehr viel von den Inhalten zu erfahren. Und ich glaube, es wäre auch für Psychologinnen ganz wichtig, dieses Wissen sich zu erwerben als Teilnehmerinnen und gleichzeitig, wenn an den Tischen bisweilen auch eine Psychologin oder Psychiaterin sitzt, noch besser das miteinander zu vernetzen. Unsere Erfahrung war die, dass wir am Anfang unsere Sprachen verstehen konnten. Die Fremdausdrücke, die Fachbegriffe, das war kein Problem. Aber die Denkweisen waren verschieden. Und das würde ich meinen Kolleginnen wünschen, dass sie diese Denkvernetzung quasi hier erleben dürfen. Ganz herzlichen Dank. Jetzt kommt der letzte Redner und Sie werden staunen, wir werden es fertig bringen, auch dieses Seminar rechtzeitig abzuschließen. Jetzt kommt natürlich eine Perle aus meiner Sicht, das Handwerk. Und dem hat man ja sehr viel Achtung. Und Herr Thomas Verne, wir haben es ja vorgestellt gestern, arbeitet zusammen mit Herrn Margaroli, der bereits wieder beim Orthopädie-Schuhmachen ist. Du wirst jetzt noch ein Wort sagen, wir sind sehr gespannt. Ja, lieber Jörg, ich möchte es nicht allzu lange machen. Wir haben ja gestern Nachmittag sehr viel über den diabetischen Fuß oder den Fuß des Diabetikers gehört. Gute Referate und auch in den Diskussionen, in den Gruppen, die waren auch sehr intensiv. Und deswegen möchte ich mich in diesem Bereich kurz fassen und eigentlich nur einen Rückblick machen in die Anfänge meiner Tätigkeit, als ich nach meiner Ausbildung am Ende der 70er Jahre nach Zürich kam. Hatten wir damals auch schon Diabetiker versorgt, mehr oder weniger erfolgreich. Also man wusste einfach noch nicht sehr viel über die Problematiken dieses Patientengutes. Weiterbildungen gab es auch nicht sehr viele in diesem Bereich und Prävention war auch nicht angesagt. Mitte der 80er Jahre, als dann die ersten Druckmessungen und Ganganalysen, so wie wir es gestern in einem Referat gesehen haben, kamen, nahm man sich etwas mehr dieser Problematik, dieser Druckbelastung des diabetischen Fußes oder beim Diabetiker an. Aber es waren ständige Weiterbildungen in Versorgungstechniken und vor allem auch der Umgang mit dem Diabetiker war wichtig. Und hat uns persönlich dann auch in diesem Gebiet sehr viel weitergebracht. Doch leider war es doch so, dass wir sehr viele Diabetiker erst sahen, wenn es bereits 5 nach 12 war. Also sie kamen, wenn bereits einmal ein Perforans da war, wenn der Fuß offen war. Und somit waren die meisten Versorgungen nicht einfach, also eher schwierig. Und durch die mangelnde Erfahrung und das mangelnde Know-how unter den Berufskollegen waren die Versorgungen nicht immer sehr erfolgreich. Heute sind wir dem Ziel, diese Amputationen beim Diabetiker zu verhindern, dank der Prävention und der interdisziplinären Zusammenarbeit aller Berufsgruppen, die um diesen Diabetiker und diesen diabetischen Fuß arbeiten, ein sehr großes Stück weitergekommen. Dies nicht zuletzt natürlich auch unter der Initiative der DESC, die dazu viel beigetragen hat. Als wir dann Ende der 90er Jahre zusammen mit Jörg Vorhoff diese Broschüre, die Sie gestern
bekommen haben, diese 6 Risikostufen am Fuß des Diabetikers zusammen erstellt haben und das war im Jahr 2000 dann, an einer Deskveranstaltung publiziert haben, bekam somit jeder, der um diesen diabetischen Fuß arbeiten wollte, einen Leitfaden. Doch leider muss ich sagen, dass die Schar meiner Berufskollegen, die sich durch ständige Weiterentwicklung, Weiterbildung auf diesem Gebiet mit diesen doch teils schwierigen Patienten gut widmen und das Risiko vor allem bei solchen Versorgungen, die wir immer mittragen, dass diese Anzahl nicht allzu groß ist. Doch die Idee 20 Jahre Desk ist ja noch jung und wie heißt so ein schönes Sprichwort? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Somit, lieber Jörg, danke ich dir recht herzlich und deinem ganzen Desk-Team für die alljährlich stattfindenden Seminare, diese wunderbaren Seminare hier an diesem schönen Ort in der Kartause Ittigen. Und ich hoffe, dass du in den nächsten Jahren auch mal ein paar mehr OSM, also sprich Orthopädie-Schuhmacher, hier in dieser Runde und zu diesen Weiterbildungen begrüßen kannst. Vielen Dank, Jörg. Also, Thomas, auch vielen Dank. Das Leben, wir sind nun am Ende, weil das erste Spitex möchte ich einfach jetzt stellvertretend sagen. Wir wissen, es hat relativ viele vom Spitex hier, aber keine Rendering aus zeitlichen Gründen. Aber wir danken Ihnen für die Riesenarbeit, die Sie machen. Und ich meine, das ist allen klar, dass Sie unersetzlich sind für sehr, sehr viele, vor allem ältere Diabetiker, wie wir das gestern gehört haben. Und dann das allerletzte S sind die Spezialisten, meistens an Spitälern. Herr Professor Peters hat das ja schon vorgezogen. Nun, aus meiner Sicht möchte ich einfach daran erinnern, dass die Nest lebt von den Moderatoren und den Moderatorinnen. Frau Dietrich hat geschildert, dass das nicht immer einfach ist, aber auch schön. Und man kann auch viel lernen. Ich weiß jetzt nicht, wie man sich bedanken soll bei den Moderatoren. Ich glaube, vielleicht durch einen kräftigen Applaus. Und jetzt danke ich wie immer Ihnen als Teilnehmer, selbst der Hund dankt euch. Muss ich noch etwas sagen, Maja? Nein. Also, mir kann man nicht, man kann euch nur danken, dass ihr die Desk am Leben erhält mit eurem riesen Einsatz. Und Dr. Greini gehört dann auch zu den Ärzten, denen man nicht so viel dankt, aber die trotzdem sehr viel machen, das wissen Sie ja von allen. Ja, wir haben ja jetzt die E-Mail-Adressen, wenn wir eine nicht haben, sollen die mitteilen, dann können wir sie auch besser über künftige Aktivitäten orientieren. Jetzt wollen wir aber essen und wir danken Ihnen, weil ich sagte das schon bei der Einführung, jetzt habe ich aber doch etwas vergessen, das dauert aber überhaupt gar nicht lange. Ich habe ja die Sponsoren auch aufgehängt, die Prospekte. Trotzdem ist es mir wichtig, ich wollte das etwas früher machen. Gut, das ist abgehängt schon. Das ist die AstraZeneca, Bristol-Myers, wunderbar. Dann Bayer Diabetes Care ja. Danke. Ah, hier.
Sehen wir schön, wenn es noch etwas Zeit und Schlusspunkt gibt. Jetzt noch scharf. Steven, für das braucht man ein interdisziplinäres Team, bis man eine Folie schafft. Also, bei Winterscare speziellen Dank, die haben auch diese schöne Video gemacht, also die deutsche Übersetzung und uns als Premiere zur Verfügung gestellt, das war natürlich toll. Dann Lili Novonortis, Gewerkschaft Tom, Sanofi, Servier mit den Mappen und den Monofilamenten, Takeda, Ipsomet, die kennen Sie auch, die Firma, und Abbott, Menarini und Roche. Es ist mir einfach wichtig, dass man diesen Dank auch ausspricht, denn ohne die Sponsoren kann man diese Veranstaltung nicht durchführen. Jetzt aber der Schlussdank an Sie und ich wünsche, dass möglichst viele wiederkommen. Auf Wiedersehen.